Servus Leute und ein herzliches Willkommen zum Freitagsvlog. Ja, im Hintergrund hört man meinen Kramer laufen. Wir haben aktuell Mittwoch. Ich habe heute frei. Ha, schön Überstunden abbauen. Ha, heute geht es mir deutlich besser als gestern. Also quasi im Dienstagsvideo. Ich bin wieder einigermaßen fit. Ja, ich habe gerade die Wiesen auch geschlafen mit der Abend. Da steht der Kramer mit der Glan. Die Große ist unterwegs. Deswegen habe ich jetzt die Kleine geschnappt und ich befinde mich jetzt auf meiner Wiese unten am Bahndamm. Und ja, da wo die Pflöcke stehen, ist die Grenze hier drüben. Es sind vier Pflöcke, einer ganz hinten, falls man erkennt. 2, 3, 4. Alles was so schön abgeschlaft ist, das war jetzt ich. Ja, ich habe nicht die volle Arbeitsbreite genutzt, ich habe immer wieder überlappt. Dann habe ich die Fläche quasi doppelt. Ja, und bis darüber, wo das Gras so dunkel ist, das ist ein Graben, ein Wassergraben. Bis darüber geht meine Fläche. 0,56 Hektar. Ja, bis daher. So schaut das Ganze aus. Und das ist meine Wiese. Hinten befindet sich der Bahndamm. Und hier unten, ja, gibt es dann heuer auch mal was zum Abmähen. Bin ich froh, dass ich das habe. Es ist eine schöne rechteckige Fläche. So schöne Flächen habe ich sonst nie. Das lässt sich wunderbar bearbeiten. So, ich fahre jetzt noch auf eine andere Fläche, die ich bewirtschafte. Das habe ich mit der Stadt ausgemacht. Die habe ich von der Stadt. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, das ist meine letzte Wiese, auf der ich jetzt hier bin. Der ein oder andere kennt sie noch vom letzten Jahr. Das ist die an der Umgehung unten. Da habe ich mit der Stadt letztes Jahr schon ausgemacht, die mähe ich weg. Und ich habe jetzt quasi wie so einen Dauerauftrag gemacht. Ich mähe die immer wieder. Die sind ganz froh, dass das jemand macht. Dann verfetten die Wiesen nicht so. Ja, und die Wiese ist die hier. Wie gesagt, dieselbe, die ich letztes Jahr auch gekauft habe. Und ja, die hat halt ein wenig hügeliges Gelände drin. Aber das lässt sich alles machen. Alles kein Problem, muss man ein wenig langsam tun. Ne? Abgeschleppt habe ich sie jetzt soweit. Ich hole noch einmal einen Streifen davor. Und dann sind wir fertig. Und dann fahren wir wieder heim.
bisschen steiler, das Gelände hier. Hat letztes Jahr aber auch funktioniert. Mit Mähen, mit Pressen. Ja, da ist halt dann nochmal so ein Buckel da drin. Ne? Ui! Also von wegen, wir kennen hier kein hügeliges Gelände. Den Bulldog umgeschmissen habe ich noch nicht. Toi, toi, toi. Dreimal Holzklopf, ne? Aber an der Stelle, wenn du blöd ranfährst, das wird es schaffen. Dann liegt er da. Ja, wer sich jetzt fragt, ob ich hier unten dann auch mähe. Also das verfilzte Gras normalerweise nicht. Das war der Kürtchen wieder an anderen, an einer anderen Abteilung war. Sie gehört nicht zu der Stadt, das gehört schon wieder zu der Autobahnmasterei mehr oder minder dazu. Es war nur Umgehung, aber das heilt sich halt irgendwie so auf. Ich ziehe hier unten mit ab, damit einfach der Dreck ein weg ist, damit es das ein wenig mit rauszieht. Ich habe gesagt, ich mache das mit. Für mich ist das kein Problem, wenn ich eh unterwegs bin. Ja, und der große Teil für mich, der kommt jetzt eigentlich, wenn wir hochfahren. Da seht ihr dann noch einmal, was ich jetzt dann alles bewirtschaften muss und was zu dieser Fläche dazugehört. Da fahren wir jetzt einfach nochmal dann auf und dann seht ihr das. Soweit. Jetzt klappen wir das Ding wieder zusammen und dann geht's heim. Ja, die Arten habe ich das mal dran. Das ist wie gesagt die kleine, die kennt ihr ja auch. War letztes Jahr auch immer im Einsatz.
Leider ist mir vorhin der Ring verloren gegangen, der ist aufgesprungen und ich habe es zu spät bemerkt, na, dann war er halt weg. Ja, mei, sowas passiert, müssen wir damit leben. Jetzt klappen wir es noch einmal zusammen und dann geht's heim. Donnerstag, ja, morgen kommt das neue Video. Bisschen was ist passiert. Ja, und wer sich jetzt fragt, warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Heute einen kleinen Arbeitsunfall gehabt. Ich habe mir mal meinen Schneidezahn vorne abgebrochen. Große, schwere Bohrmaschine. Tja, sowas passiert beim Arbeiten. Wo gearbeitet wird, fallen Späne. Ja, die Lippe hat es auch ein wenig erwischt. Naja. Was passiert, der Zahn muss jetzt geflickt werden, das Teil was abgebrochen, das ist leider nicht mehr gefunden worden, kann man nicht mehr abhaben. Scheiße gelaufen, jetzt braune Krone. Ja, toll, ein gesunder Zahn abgebrochen. Na gut, also wer sich jetzt wundert, so viel dazu passiert. Ja, ansonsten, das war's jetzt erst einmal. Meine Wiesen habt ihr jetzt alle gesehen. Ja, meine Grünlandflächen habt ihr auf alle Fälle jetzt alle gesehen. Das ist ja die Wiese am Weihe, die Wiese hier oben bei den Pferde, die Wiese hier unten gleich beim Schweinehock, beim Schweinegehege, die Wiese am Bahndamm, eine schöne rechteckige Wiese, also das ist was Seltenes. Ja, und die holprige, hügelige Wiese drinnen da ohne Umgehung. Vom Dreck her ging es eigentlich, viel drinnen lag nicht. Unten direkt an der Straße, das wird wieder ganz normal weggemulcht. Das habe ich mit denen ausgemacht, falls doch einmal irgendwie was drin liegt, was man nicht haben möchte. Und ansonsten das andere hole ich mir. Ja, so viel auf alle Fälle zum Grünland. Damit bin ich jetzt durch. Gedüngt wird nichts weiter. Normalerweise käme ein Festmist drauf, wenn ich welchen hätte. Jetzt hätte ich zwar welchen, aber den kann ich jetzt natürlich nicht drauf fahren, wenn ich das Zeug dann ernten will, weil der verrottet mir nicht. Das geht am besten über den Winter. Ja, und von daher, boah, ist halt so. Na, so viel auf alle Fälle dann zu diesem Video. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ja, wie gesagt, müssen wir jetzt halt damit leben. Scheiße gelaufen. Mir passiert sowas, ist aber nicht dramatisch. Also vom Schmerz her ist bloß beim Einatmen merke ich es ein wenig. Und kalt vertrage ich jetzt im Moment nicht. Und was Hartes abbeißen soll ich im Moment auch nicht. Müssen wir mal warten, dass die BG das übernimmt. Ich hoffe, die machen was Gescheites und nicht irgend so ein Billigzeug dann. Aber das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, dumm gelaufen, sowas passiert. Aber Unfälle gibt es immer wieder. Macht euch keine Gedanken um mich, mir geht's gut. Lachen kann ich schon wieder. Auch wenn es ein bisschen schmerzt. nein, sind keine Schmerzmittel. Gut, in diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Schauen wir mal. Bis dahin, Servus.